Yo, hier ist Splash Cat beim Chef Mac. Wir sind beim Splash Mac auf dem Splash und wir haben heute Chef Cat zu Gast. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich habe gerade von dir die 8-Sekunden-Regel, was Umarmungen angeht, gelernt. Worum geht's da? Ja, man muss 8 Menschen am Tag 8 Sekunden mindestens umarmen, weil wir müssen aufeinander 8 geben. Okay, wie viele hast du heute schon? 4. 4, okay. Oh, ich hatte dich noch nicht. Ich habe gehört, bei dir läuft so richtig so. Also du findest dein Leben gerade sehr gut, habe ich gehört. Stimmt das? Ja. Woran liegt das? Oh. Ja. Ich meine, es ist offensichtlich ein bisschen. Also ich habe eine... Wie soll ich sagen, ey? Man hat einfach irgendwann mal beschlossen, das zu machen, was man macht, so, weil man herausgefunden hat, was man liebt. Alle anderen haben sich Sorgen gemacht, wie die Familie halt so. Der Sohnemann, der Musik macht und so. Und jetzt am Freitag zum Beispiel war meine komplette Familie da, haben gesehen irgendwie, was der Sohnemann macht. Das schwarze Schaf der Familie praktisch. Und ja, und es ist echt gut, dass ich inzwischen... so nicht nur das machen kann, was ich liebe, sondern auch gleichzeitig nicht so die ganze Zeit dran denken muss, irgendwie meine Miete zu zahlen oder irgendwie, weißt du, so einfach ein bisschen gechillter alles so. Das ist sehr, sehr angenehm und ich habe halt sehr coole Leute um mich rum. Ja, das, du weißt Bescheid. Es steht auch ein Album an, ne? Nachtmensch soll das heißen? Und das ist auch geschäftlich so ein bisschen größer aufgestellt, weswegen du dir jetzt auch gar keine Sorgen machen musst, ne? Das hat damit gar nichts zu tun, weil die Platte war schon längst fertig und ich hatte echt vor, das selber rauszubringen und dann war das plötzlich so und es ging sehr schnell, zack, zack und ich, weißt du, es war auch so, dass man das dann, wäre dumm gewesen, wenn man diesen Schritt nicht gegangen wäre und es ist auch so eine Musik, die jeder hören sollte, ist echt gut und warum soll ich das irgendwie ablehnen? Das wäre total doof. Ja. Kannst du uns mal erklären, wie und was es überhaupt mit dem Album auf sich hat? Also was wird da passieren inhaltlich? Was für ein Sound passiert da? Und überhaupt, was ist so deine große Idee hinter dieser Platte? Ja, es ist wunderschöne Musik mit meiner wunderschönen Stimme. Ja. Und es ist sehr, sehr, also musikalisch sehr, sehr schön geworden, auch weil Farhaut alles produziert hat. Und es ist genauso, wie ich es immer haben wollte. So, wir haben sehr viele Musiker einspielen lassen und es ist also wirklich so, wir wollten was Zeitloses schaffen und es ist endlich gelungen, was Zeitloses hinzukriegen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal toppen kann, was da passiert ist. Und das ist eigentlich traurig, aber es wird echt hart, das nochmal zu toppen. Ja. Du bist auch relativ viel live unterwegs, lebst ein richtiges Künstlerleben gerade. Habe ich mir alles vorher hier erzählen lassen, dass du gerade ziemlich am Start bist. Was bedeutet so ein Splash-Auftritt für dich innerhalb dieses ganzen Zusammenhangs, sodass du viel spielst und so weiter? Was ist da so ein Splash-Festival-Auftritt? Was bedeutet der? Also Splash ist halt nochmal, hat immer nur so eine Sonderstellung, ne? Ich weiß nicht so, wie es für andere ist, aber für mich war das so, okay, ich gehe jetzt mal auf Splash. Das war 2005. Da sollte Nas kommen und er ist aber nicht gekommen. Und es war voll traurig. Und ich war halt da im Zelt mit meinen Heidenheimer Jungs und es war dann irgendwann so 2 Uhr nachts und ich dachte so, wo sind denn die Cyphers und so, weißt du, wo wird denn da gerappt und irgendwie war alles voll lame, irgendwie teilweise habe ich so ein paar Leute auf dem Zeltplatz so gehört, bla, aber ich habe da immer die Cypher gesprengt, glaube ich so, das war irgendwie zu positiv und dann war ich schlecht gelaunt, bin dann rumgelaufen und hab da auf dem Boden was gesehen und dachte ich, was, da hab ich so gekickt, so zweimal und so, und was ist das? Und dann habe ich so hochgehoben, es war so 40 Gramm Gras. Und ab dem Zeitpunkt war ich so der Dealer auf dem Splash-Zeltplatz und da kamen dann irgendwie Leute und ich habe da einfach immer nur reingegriffen, hier, weißt du, zack, zack. Und dann meinten Leute auch so, hey, wo finde ich dich? Und ich so, ja, ich finde dich und so. Und ich hatte dann halt so,
auf einmal Geld und mein Splash-Ticket war drin, mein Zugticket war drin. Ich habe mir dann so Klamotten gekauft, so, da gab es irgendwie überall so Stände. Gibt es immer noch, ne? Ja, so, ja. Ich gehe ja nicht mehr da raus. Und ja, voll geil gegessen und so, weißt, vorher immer mit so Bunsenbrenner und Fertiggerichte irgendwie. Und damals habe ich mir geschworen, ich habe gesagt, ich komme erst wieder her, wenn ich einen Auftritt habe. Und es war dann 2010 mit Amewu. Und dann sind wir da aufgetreten und es war richtig geil. Und danach war ich 2011 mit Materia auf der Bühne. Und dann 2013 hatte ich meinen eigenen Auftritt auf der Hauptbühne zum ersten Mal. Und jetzt halt 2015 wieder auf der Hauptbühne und das war nochmal eine Steigerung. So auch von den Leuten her und es war teilweise unwirklich, so viele Leute dann irgendwie zu sehen. Und ja, das ist immer so ein sehr besonderer Moment für mich. Auf jeden Fall, Splash hat irgendwie für mich irgendwie so eine besondere Sonderstellung. Das ist eher so ein, also wenn man auf diese Hauptbühne geht, die ja wirklich richtig groß ist und man sieht sehr weit und so, ist das ein bisschen beängstigend oder wie ist das, wenn man da hochgeht? Also wie fühlst du dich, wenn du da hochgehst? Nee, gar nicht. Ich habe eher das, weißt du, dadurch, dass ich mit Materia so oft aufgetreten bin vor so ganz vielen Leuten, auch mit weniger Setup, also wo wir zum Beispiel mit Nobody's Face und ich so zu zweit vor 12.000 Leuten spielen und halt einfach abreißen, aber zu zweit war das dann so, dass ich, ne, das war ein geiles Gefühl, aber ich wusste immer, okay, Chefkett, das ist nicht dein Publikum, bild dir nicht so viel darauf ein, weißt du? So, immer so gucken, dass man irgendwie die Selbstwahrnehmung nicht ganz verliert und immer noch so mit seinem Ego irgendwie klarkommt. Dieses Ego-Ding vorher war auf jeden Fall auch wichtig, als ich mit Materia auf der Bühne war, als Background-Gesang und so, wo ich auch immer wusste, okay, das ist nicht dein Publikum, weißt du? So, aber dann als Vorgruppe, okay, wusste ich, das nicht dein Publikum, aber du hast abgerissen, cool. Und inzwischen muss ich eher so mich bemühen oder das noch lernen, das so wahrzunehmen, dass das mein Publikum wirklich ist. Also, weißt du? Also, das ist so noch ein bisschen neu für mich, so, dass die Leute dann wirklich einen feiern und diese auch da stehen, weil die Chefkette hören wollen. Und das ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl und ich habe immer Bock eigentlich, ja. Ich habe da keine Angst. Wie kam das eigentlich, dass du da in dieser Materia-Show hattest du ja deinen eigenen Slot quasi? Du hast ja einen Song oder zwei sogar? Ich habe teilweise zwei Songs, ich glaube manchmal sogar drei, aber zwei waren so hauptsächlich immer mitten im Slot dann. Wie kam das eigentlich, dass er dir da so den Platz da eingeräumt hat? Woran lag ich das? Weiß ja nicht, ob ich das erzählen darf, aber Materia ist ja auch Masimoto, ne? Oh Mann, Abbruch. Sorry, ey. Kann ich das rausschneiden? Ne, und er musste sich ja dann umziehen. Und es war ganz gut, wenn ich dann zwei Songs gespielt habe und er hat sich dann umgezogen. Und ich hatte dann Song noch dazu, so ein Intro, wo so all day, all night in the party, everyone smoking Sensimina, Misa et in another kana und so, weißt du? Und dann habe ich so out in the streets, they call him Masi. Ja, genau, und dann kam halt das so und so ungefähr hatte ich es. Also es war nicht so ganz genau, aber ich habe gerade den Übergang, die Überleitung nicht so ganz hingekriegt. Aber so ungefähr war das und dann hatte ich halt diese zwei Songs im Set. Was hast du dieses Jahr auf dem Splash Festival dir angeschaut eigentlich? Ich wollte Masi mir ganz viel... Wie bitte? Hast du Masi gesehen? Masi habe ich gesehen. Ich habe sogar versucht, einen Kasten so mir zu organisieren, damit ich mich draufstellen kann, weil man sonst nichts sah. Aber die haben keinen rausgegeben. Dann haben wir halt diese Sofas genommen, rausgestellt und alle waren voll happy, dass wir die genommen haben. Und alle standen dann oben und haben mitgefeiert und wie krass das einfach war. Und dann meinte irgendjemand hier, Dipset und so, war ja auch zur gleichen Zeit. Ich hatte damals das auch noch nicht so viel gehört und so, aber ich weiß, dass voll viele Leute so Fans sind und ne, habe auch voll viele Leute gesehen, die so filmen und dann so umdrehen und mitrappen und so, voll ausflippen und so. Es war auf jeden Fall lustig zu sehen, aber ich bin eigentlich nur so ein bisschen rumgelaufen. Mir war alles irgendwie auch so ein bisschen viel. So, ne? Meine Family war da gewesen, die sind dann weggefahren und bla. Und ich habe dann einfach, bin so ein bisschen übers Festivalgelände gelaufen und habe nicht so viel entdeckt, leider. Ich hatte noch ganz spät um 1:30 noch so ein Interview und dann war ich um 3 fertig oder so. Und dann sind wir auch schon mit einem Masi-Bus nach Hannover gefahren. Da war ich dann gestern. Und heute bin ich jetzt wieder hierher gekommen. Ja. Kein Gras gefunden dieses Jahr? Nee, hat ja jeder.
Lass mal kurz zu Nachtmensch. Bist du tatsächlich ein Nachtmensch? Ich glaube, wir sind alle irgendwie Nachtmenschen. Also so, ich weiß nicht, also ich will es nicht so verharmen oder runterspielen oder so, dass ich jetzt keiner bin. Aber in Berlin, ich meine, viele Leute, die da irgendwie selbstständig sind und die Möglichkeit haben, jeden Tag auf eine Party zu gehen, auch innerhalb der Szene, wenn dann überall so diese ganzen Partys sind, wo alles umsonst ist und so, und du triffst eigentlich jeden. Das ist wie in einer Kleinstadt, wenn es mal so eine Kunstausstellung gibt. Das sind immer dieselben Leute. Aber ja, also ich mag auf jeden Fall, ich habe es immer so gemacht, so, das ist auf jeden Fall jetzt noch mehr möglich. Vorher war es halt immer so mit Verpflichtungen verbunden, der Tag. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt ausschlafe, ist es jetzt nicht schlimm, weißt du? Also so der Tag erinnert mich eher so an Verpflichtungen, und nachts sind irgendwie alle Katzen grau, wie man so schön sagt. Und natürlich kann man sich in Berlin halt aussuchen, ne? Entweder du suchst dir die hektische Partyseite aus nachts, oder halt teilweise, also bei mir ist dann so, dass ich dann halt ins Studio gehe, Frankfurter Allee, so, da ist da nichts, weißt du, gar nichts. Einfach still auch. Vielleicht ein paar Autos, die hin und her rasen und geblitzt werden, und ein paar Rentner, die Pfandflaschen suchen, aber sonst ist es halt einfach total ruhig, und das ist dann irgendwie für mich auch ein cooler Ausgleich zu dem ganzen, zu allem, zu dem ganzen Wahnsinn auch, weißt du, so, was ja gerade auch passiert, die Auftritte, die Touren mit den Leuten und Pipapo, Interviews, weißt du, nachts ist eigentlich so, da ist alles mal still, und ich... Also ist die Platte auch komplett in dieser Stimmung entstanden, so, dass du für dich alleine, nachts Ruhe und geblitzte Rentner und so. Ja, genau. Also, teilweise ist es wie dieser verrückte Wissenschaftler, der halt da nachts irgendwie an den Reim feilt, aber es ist auf jeden Fall immer so auch so gewesen, weil, weißt du, die Autos in der Frankfurter Allee sind tagsüber so laut, dass es immer so Krankenwagen in den Aufnahmen sind, so, weißt du? Und dann hast du einen geilen Take, und dann ist da so ein scheiß Krankenwagen noch hinten drin. Und irgendwie, ich hatte auch mal was für Lexi und K. Paul, hatte ich mal so Beats eingeschnippt mit den Fingern, so, weißt du? Der Song heißt jetzt Tatütata, könnt ihr anhören auf der Platte Attacke. Der heißt nur Tatütata, weil du im Hintergrund diese Krankenwagengeräusche hörst. Und das wollte ich halt auch immer vermeiden und bin halt deswegen immer nachts dann da, und da ist nichts, und dann kannst du ganz in Ruhe aufnehmen. Okay. Letzte Frage, warum sollten sich die Leute auf diese Platte freuen? So? Warum ist das dein bestes Album bisher? Ja, also vor allem die Musik ist halt sehr, sehr gut. Also Fahad hat da wirklich was gezaubert, so. Er ist halt einfach ein Genie, so was der Typ macht, ist unglaublich. Auch was er schon für so viele Leute gemacht hat, ich habe das gar nicht gewusst. Weißt du, er ist auch niemand, der das dann in alle Himmelsrichtungen hinaus posaunt, das hörst du dann von anderen. Und sagst dir, hey, warum hast du mir nicht gesagt? So, ist doch egal. Weißt du, und das ist, wir haben halt das Beste irgendwie aus den beiden Welten. Ich textmäßig, er irgendwie mit der Musik, irgendwie das versucht, gut wie möglich zu vereinen, und ist echt was Schönes geworden. Ich glaube, wir bereichern damit die deutsche Musiklandschaft, und ja, also sollte man sich anhören. Wenn man die alten Sachen von mir kennt, auch, ja, braucht man sich keine Sorgen machen, denke ich. Okay, cool. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Gut, dann danke, dass du da warst. Danke auch. Wir machen ja nicht Mucke, damit die überall läuft, sondern wir machen erstmal Mucke, auf die wir Bock haben. What happened to your teeth? I know it was like a fight or something? Like some crazy shit? Nah, someone just hit me in the face. Punched me in the face, man.